Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Geht das mit dem Ton? Ist zu leise ein bisschen, ne? Ich glaube, gleich wird es lauter. Ich fange trotzdem schon mal an. Ja, nochmal Entschuldigung für die Verspätung. Wir haben fast 4 Stunden gebraucht von Stuttgart nach Freiburg. Aber jetzt sind wir da und können anfangen. Ja, wir haben als Titel für diese Vortragsreihe, also die 2 Vorträge heute, haben wir gewählt: Jesus spricht, siehe, ich komme schnell. Erstaunlicherweise, das hat Jesus ja vor ungefähr 2000 Jahren gesagt, aber wie wir heute Abend zeigen möchten, ist diese Aussage von Jesus so aktuell für uns alle, für alle Menschen, wie nie zuvor. Jesus spricht, siehe, ich komme schnell. Und wir möchten im ersten Vortrag heute Abend vor allem anschauen, was passiert gerade in unserer Welt, was spielt sich vor unseren Augen heute ab, das direkt mit der Wiederkunft Jesu zu tun hat. Ja, dran, okay. Okay, jetzt sollte es ein bisschen besser sein, ja. Okay. Genau, also was passiert aktuell in der Welt und was hat das mit der Wiederkunft Jesu zu tun? Und wir werden sehen, dass es einiges gibt, was sich heute direkt vor unseren Augen abspielt, was direkt mit dem Kommen des Herrn zu tun hat. Und wir fangen gleich an mit einer Aussage, die Gott gesagt hat durch den Propheten Jesaja vor etwa 700 Jahren. In Jesaja Kapitel 46 hat Gott gesagt: Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. So, Gott stellt sich vor als ein Gott, der die Zukunft kennt. Und der sie nicht nur kennt, sondern der uns Menschen schon vorher verkündet, was noch nicht geschehen ist. Das ist schon mal etwas, was Gott im Allgemeinen und auch die Bibel im Speziellen sehr besonders macht. Gott hat die Bibel benutzt und vieles, was darin geschrieben steht, um uns Dinge zu verkünden, die noch nicht geschehen sind. Und gleichzeitig sagt er ebenfalls durch Jesaja, 2 Kapitel später: Das Frühere habe ich längst schon verkündigt. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. So, Gott sagt einerseits: Ich verkündige euch, was noch nicht geschehen ist. Gleichzeitig sagt er: Das Frühere, das ich schon verkündigt habe, es ist eingetroffen. So, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns Menschen einiges zeigen und mitteilen möchte über das, was noch nicht geschehen ist und auch über das, was schon geschehen ist. Und besonders das, was schon geschehen ist, ist interessant anzuschauen, denn wir leben heute in einer Zeit, wo vieles, was Gott angekündigt und vorhergesagt hat, schon eingetroffen ist. So, wir können sehr gut nachprüfen und nachvollziehen, ob es tatsächlich so geschehen ist. Und Gott möchte gerne, dass wir das machen. Gott möchte gerne, dass wir Menschen schauen und prüfen auf das, was er gesagt hat. Und deswegen ist die Bibel voll von Prophetien. Was sind Prophetien? Prophetien sind Vorhersagen von Gott über Ereignisse, die noch nicht eingetroffen sind. Und Gott gibt uns in seinem Wort in der Bibel tatsächlich sehr, sehr viele solcher Prophetien. Und diese Prophetien, da die meisten schon eingetroffen sind, sind für uns heute viele sichere Beweise und Tatsachen. So, Gott, der Gott, den die Bibel uns zeigt und von dem wir heute Abend reden, der erwartet von uns Menschen keinen naiven, blinden Glauben auf irgendwas hin. Er erwartet von uns nicht, dass wir an irgendwas glauben, was gar nicht nachprüfbar und nachvollziehbar ist. Nein, so ist Gott nicht. Gott hat uns in seinem Wort der Bibel Hunderte, sogar Tausende sichere Tatsachen gegeben. Warum macht er das? Zum einen, weil er uns zeigen möchte, dass er tatsächlich Gott ist und dass die Bibel nicht ein Buch von Menschen ist, das sich Menschen ausgedacht hätten, sondern dass es wahrhaftig Gottes Wort ist, dass ein Gott dahinter steht,
der dieses Buch verfasst und uns Menschen gegeben hat. Und letztendlich möchte Gott nicht nur, dass wir Menschen erkennen, okay, es stimmt, er ist Gott und es ist sein Wort, sondern Gott möchte am Ende, dass wir Menschen, jeder von uns, an ihn glauben, dass wir an sein Wort glauben und dass wir auch entsprechend das tun und die Konsequenzen ziehen, die uns sein Wort zeigt. Und wenn wir mal schauen, wie sieht es im Detail aus mit den Prophetien, dann sehen wir, die Bibel enthält tatsächlich über 3000 Prophetien, die bereits erfüllt sind. Diese Prophetien betreffen sehr viele verschiedene Themen. Sie betreffen die Entwicklung von Weltreichen, sie betreffen Entwicklung von Städten, von Völkern, diverse geschichtliche Ereignisse, die wir heute alle nachprüfen können, weil sie aufgeschrieben worden sind. Aber mehr als 300 von diesen Prophetien haben alle mit einer bestimmten Person zu tun. Und diese Person ist Jesus Christus. Das ist der Messias, auf den die Juden schon viele hundert Jahre damals gewartet haben, den Gott ihnen schon angekündigt hat. Und Gott hat damals seinem Volk, den Juden, nicht nur gesagt, da wird irgendwann mal einer kommen, das ist der Messias und er wird euch retten, sondern er hat ihnen sehr viele, mehr als 300 ganz konkrete Aussagen gegeben über diesen Messias. Warum macht er das? Er macht es, damit sein Volk ganz sicher sein kann, wer es ist und wann er kommt. Und wir haben ja ein paar Punkte aufgezählt. Zum Beispiel hat Gott vorhergesagt, wann der Messias kommen wird. Wir können anhand verschiedener Schriftstellen genau ausrechnen, genau nachvollziehen, wann der Messias kommen sollte. Und er ist tatsächlich exakt zu dieser Zeit gekommen. Gott hat vorhergesagt, viele hundert Jahre vorher durch die Propheten, an welchem Ort er geboren werden wird. Er hat gesagt, wie er geboren werden wird. Er hat sogar schon vorher gesagt, wie sein Stammbaum aussehen wird. Und selbst, wie er am Ende seines Lebens leiden wird, wie er sterben wird und auch, dass Jesus auferstehen wird, hat Gott schon vorher gesagt. So, Gott hat uns so viele Details gegeben, schon in Bezug auf das erste Kommen von Jesus Christus, was vor ungefähr 2000 Jahren geschehen ist und bei denen wir heute alle erkennen müssen, sie sind eingetroffen. Es gibt keine einzige dieser Prophetien, die nicht eingetroffen ist, tatsächlich. Und deshalb müssen wir wirklich heute Abend erkennen, denn wir werden heute Abend über das aktuelle Weltgeschehen reden und über Dinge, die noch nicht geschehen sind. Und das ist das Spannende. Es gibt, die meisten Prophetien der Bibel sind schon erfüllt, aber es gibt einige und darunter sehr, sehr wichtige, die noch nicht erfüllt sind, die noch in der Zukunft sind. Und vor diesem Hintergrund müssen wir wirklich glauben und vertrauen, dass das, was Gott uns zeigt über die Zukunft, tatsächlich geschehen wird. Und Gott gibt uns nicht nur Prophetien, er gibt uns auch etwas, was die Bibel nennt Zeichen der Zeit. Dieses Wort hat Jesus selbst einmal benutzt, als er damals sein Volk getadelt hat dafür, dass sie die Zeichen der Zeit nicht beachtet haben. Was sind Zeichen der Zeit? Es sind Hinweise, die Gott uns Menschen gibt. Es sind Hinweise, die er uns gibt, dass Prophetien, die noch nicht erfüllt worden sind, nahe bevorstehen. Und auch das macht er nicht nur zu unserer Information, damit wir Bescheid wissen, sondern Gott macht das, damit wir Menschen aufwachen, damit wir erkennen, welcher Zeit wir leben. Und wir werden gleich sehen, es gibt einige Zeichen der Zeit, die heute passieren, die sich abspielen vor unseren Augen und die mit der Erfüllung wichtiger Prophetien zu tun haben, die noch kommen werden. So, bevor wir da einsteigen, müssen wir noch mal kurz darüber reden. Wir reden ja über die Wiederkunft Jesu. Das Wort impliziert schon, er war schon mal da. Und ich habe eben schon erwähnt, die meisten von uns wissen, dass es Jesus Christus gab und dass er vor 2000 Jahren ungefähr auf der Erde gelebt hat. Und über dieses erste Kommen steht viel geschrieben. Aber die Bibel redet auch von einem zweiten Kommen Jesu, dass er noch einmal auf die Erde kommen wird. Und dieses zweite Kommen, das steht uns noch bevor. Und das ist anders als das erste Kommen. Deswegen wollen wir die zwei noch mal kurz gegenüberstellen. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Kommen hat Gott diesem Jesus, den er selbst gesandt hat, einen klaren
Auftrag gegeben, ein klares Ziel. Was war der Auftrag oder das Ziel bei dem ersten Kommen des Herrn? Das steht auch in Jesaja geschrieben. Ich lese es kurz vor. Dort hat Gott gesagt: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Mit anderen Worten, es ist zu wenig, dass Jesus nur gekommen ist, um die Juden zu retten und Gottes Volk damals zur Zeit des Alten Testaments zu helfen. Sondern was sagt Gott hier? Er sagt: Sondern ich habe dich vielmehr zum Licht für die Nationen gesetzt, damit du meine Errettung seist bis an das Ende der Erde. So, wir sehen, warum musste Jesus damals auf die Erde kommen? Was war sein Ziel? Was war sein Auftrag? Dieses Wort zeigt uns, er ist zum Licht für die Nationen, das heißt für uns alle. Er ist zum Licht gekommen. Und um die Errettung zu sein für alle Menschen, wie hier steht, bis an das Ende der Erde. Jetzt fragen wir vielleicht, wofür brauchen wir Licht und Errettung? Nun, die Bibel zeigt uns und auch ein offener Blick in unsere Menschheit zeigt uns, wir Menschen brauchen wirklich Errettung. Wir Menschen sind von unserem Zustand her in Finsternis. Vielleicht merken manche von uns es nicht, aber die Bibel sagt sehr klar, wir sind durch die Sünde, die in jedem von uns wohnt, von Geburt an, sind wir alle in Finsternis. Jeder Mensch, der Gott nicht kennt, der Jesus nicht kennt, ist in Finsternis. Und wir Menschen sind als Sünder geboren. Das sagt die Bibel sehr klar. Und wir sehen es auch sehr deutlich. Schon ein kleines Kind, es lügt, es tut böse Dinge, obwohl es ihm niemand beigebracht hat. Es steckt schon in einem kleinen Kind drin, Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind. Und auch unter uns Menschen sehen wir tagtäglich, dass etwas in uns wohnt, was nicht gut ist. Und was nicht nur für uns nicht gut ist, sondern gegen Gott ist, gegen Gottes Maßstab. Und deswegen brauchen wir Menschen Licht. Und dieses Licht ist zu uns Menschen gekommen in Form von Jesus Christus. Als Jesus damals in die Welt gekommen ist, da heißt es von ihm, er war das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist, um jeden Menschen zu erleuchten. So, Gott möchte uns Menschen retten aus der Finsternis, in der wir alle drinstecken. Und das zweite ist Errettung, weil wir gefangen sind unter der Sünde. Wir Menschen brauchen wirklich Errettung. Ob wir es wahrhaben oder nicht, aus Gottes Sicht ist es sehr klar. Wir Menschen, jeder von uns muss gerettet werden. Und dafür hat Gott Jesus Christus gesandt, damals vor 2000 Jahren, damit er für uns Menschen die Errettung vollbringt. Und das hat er wirklich getan. Jesus Christus hat damals durch sein Leben auf Erden, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, auch durch seine Auffahrt, er hat die Errettung vollbracht, die wir Menschen so dringend nötig hatten. Und diesen Auftrag hat er bei seinem ersten Kommen vollständig erledigt. So, was ist der Auftrag bei seinem zweiten Kommen, das uns noch bevorsteht? Der Prophet Daniel sagt etwas darüber in Kapitel 7. Dort hat ebenfalls Gott gesprochen über Jesus und er sagt: Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Das ist eine Bezeichnung, die die Bibel oft benutzt für Jesus. Und dann heißt es: Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. So, das wird noch in Zukunft geschehen, dass wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, dann nicht mehr, um für uns Menschen die Errettung zu vollbringen und ans Kreuz zu gehen. Er wird nicht mehr kommen, wie er es damals getan hat, um sich zu demütigen, zu erniedrigen und den Kreuzestod zu erdulden, sondern er wird kommen, wie hier steht, um Herrschaft, Ehre und Königtum zu empfangen. Und mit dem zweiten Kommen Jesu, das werden wir nachher noch genauer sehen, wird auch das Reich Gottes auf die Erde kommen. Mit Jesus selbst als König. Und wie hier steht, diese Herrschaft und dieses Königtum wird nicht vergehen. Alle menschlichen Königreiche, Herrschaften, alles was es gab, es ist irgendwann vergangen. Hat keinen Bestand. Aber das, was wir noch sehen werden,
Das zweite Kommen Jesu und das Reich Gottes, das wird bleiben. Und dann der zweite Punkt, den wir hier noch sehen müssen, ist, was ist die Bedingung für uns Menschen, damit wir daran Anteil haben? Denn was Jesus vollbracht hat und noch vollbringen wird, das betrifft zwar alle Menschen, aber es gibt jeweils eine Bedingung, damit wir daran Anteil haben. In Bezug auf das Erste hat Jesus selbst gesagt im Markus-Evangelium, wie bekommt man Anteil an diesem Licht und dieser Errettung? Er sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. So, Jesus hat für die ganze Menschheit Licht und Errettung hervorgebracht. Und dennoch muss der Mensch an ihn glauben, Nummer eins, und sich taufen lassen, Nummer zwei, um diese Errettung zu erlangen. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig heute. Denn Gott hat uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und Gott möchte, dass wir diese Errettung, die er in Jesus vorbereitet hat, annehmen. Und sie anzunehmen ist nicht sehr schwer. Gott erwartet nicht, dass wir eine große Leistung vollbringen oder irgendetwas Schwieriges machen. Er erwartet von uns, dass wir glauben und uns taufen lassen. Das ist der Weg, um an diesem Licht und dieser Errettung Anteil zu haben. Und ich möchte alle ermutigen, falls heute Abend jemand unter uns sein sollte, der es noch nicht getan hat, ich möchte wirklich ermutigen, diesen Schritt zu tun. An Jesus zu glauben und sich taufen zu lassen und diese Errettung festzumachen. Denn diese Errettung ist sehr wichtig. Wir müssen heute alle errettet werden und von Neuem geboren werden, sagt die Bibel. Und dann sind wir Kinder Gottes und bekommen ein neues, ewiges Leben. Diesen Schritt muss jeder Mensch tun. Die Bedingungen bei dem zweiten Kommen und dem, was Jesus dann erreichen wird, ist ein bisschen anders. Ebenfalls Jesus hat gesagt in Offenbarung, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So offensichtlich möchte Jesus, wenn er kommt in seinem Reich, nicht alleine herrschen. Daniel 7 sagt, er wird kommen, um die Herrschaft und das Königtum zu empfangen. Aber Jesus selber hat gesagt, es wird einige geben, denen wird er den Anteil geben, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Das heißt, mit ihm zu regieren. Und die Bedingung ist jetzt nicht mehr Glaube und Taufe. Diesen Schritt müssen wir alle getan haben. Die Bedingung ist jetzt, wer überwindet? Wer überwindet? Es gibt heute vieles, was wir als gläubige Christen überwinden müssen. Und auch darauf werden wir nachher noch eingehen. Aber wir müssen sehen, das zweite Kommen Jesu, über das wir heute Abend reden, es hat mit dem Reich Gottes zu tun. Und es verlangt auch von uns eine gewisse Vorbereitung. Denn das zu überwinden, was es zu überwinden gilt, ist nicht so einfach. Ja. So, wir müssen wirklich erkennen, was aktuell geschieht und was passieren wird. Und wie wir uns darauf vorbereiten können. Und über das zweite Kommen, die Bibel hat nicht genau gesagt, wann es sein wird. Jesus selbst hat gesagt, den Tag und die Stunde seines zweiten Kommens, den weiß niemand. Nur Gott allein weiß ihn. Und deshalb werden wir auch gar nicht erst versuchen, irgendeine Prognose zu machen, wann es sein wird. Das wollen wir nicht machen, das sollen wir auch nicht machen, denn Jesus hat gesagt, das weiß niemand. Aber wir können erkennen, in welcher Zeit wir leben. Und eine Sache, die Jesus oder die Bibel uns sehr wohl gesagt hat, ist, wo er wiederkommen wird. Nämlich als Jesus damals aufgefahren ist, er war auferstanden, dann war er einige Tage noch unter den Menschen, unter seinen Jüngern und dann ist er aufgefahren. Und bei seiner Auffahrt, nachdem er gerade aufgefahren war, die Männer standen noch dort und haben ihm nachgesehen, da kamen zwei Engel und diese Engel haben gesagt, Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn gerade habt auffahren sehen. Und sie standen damals auf dem Ölberg in Jerusalem. So, diese Aussage zeigt uns schon mal, dass auch heute Israel und Jerusalem sehr wichtig sind für die Wiederkunft Jesu, denn dort wird Jesus wiederkommen. Er wird nicht irgendwo in irgendeiner Stadt, an irgendeinem Ort dieser Welt wiederkommen, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, er wird in Jerusalem auf dem Ölberg wiederkommen.
Warum sage ich das? Weil wir uns jetzt ein paar Zeichen anschauen werden an ein paar aktuelle Ereignisse, die mit Israel zu tun haben, denn Gott hat in der Bibel einige Zeichen und Prophetien gegeben, die ganz konkret mit Israel zu tun haben und die mit dem zweiten Kommen des Herrn zusammenhängen. Und das erste Zeichen, das wir uns anschauen möchten, oder die erste Prophetie, ist in Matthäus Evangelium, hat Jesus selbst gesagt. Und er redet hier von dem Gleichnis vom Feigenbaum. Und wir müssen verstehen, dass der Feigenbaum ist in der Bibel ein Bildnis, das für das Volk Israel steht. So, wenn Jesus vom Feigenbaum redet, dann meint er eigentlich nicht diese Pflanze, die wir hier sehen, sondern er redet von seinem Volk, von Israel. Und er sagt, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennt ihr, dass es nah vor der Tür ist. So, Jesus erwähnt hier etwas, an dem wir erkennen können, wenn es geschieht, dass sein Kommen, von dem er in diesem Kapitel noch redet, dass es nah vor der Tür ist. So, was meint er hier? Der Zweig ist weich geworden und treibt die Blätter hervor. Das ist etwas, was normalerweise im Frühjahr geschieht. Das heißt, dieser Feigenbaum war offensichtlich in einem Art Winterschlaf. Er war offensichtlich in einem Zustand, wo es keine Blüte, keine Frucht, keine Blätter gab. Und wenn wir das übertragen auf die Geschichte von Israel, dann sehen wir sehr deutlich, tatsächlich, dieses Land Israel war sogar viele, viele Jahrhunderte tatsächlich in einem Winterschlaf. Denn die Geschichte zeigt uns, Israel wurde im Jahr 70 nach Christus durch den römischen Feldherrn Titus völlig zerstört. Der Tempel wurde zerstört. Die Juden wurden überall in die Welt hin vertrieben. Und die Nation Israel wurde, so kann man es sagen, von der Landkarte ausgelöscht. 70 nach Christus. Und Jesus hat aber dennoch schon vorhergesagt, bevor das passiert ist, dass irgendwann die Zeit kommen wird, wo dieser Feigenbaum wieder Blätter hervortreiben wird. Und wenn wir jetzt schauen, wann ist das passiert, dann ist dieser Zeitungsartikel sehr interessant. Aus dem Jahr 1948, da hat die Zeitung hier getitelt, der Staat Israel wurde geboren. So, was ist passiert 1948? In diesem Jahr wurde die Nation Israel neu gegründet. Und das war wirklich ein sehr besonderes Ereignis. Eine Nation, die 1900 Jahre fast nicht existiert hatte, war plötzlich wieder da. Sie war wieder da. Sie war, wie hier steht, neu geboren. Und die Juden hatten plötzlich wieder ein Land, eine Nation, in der sie leben konnten. Und das war nicht nur irgendein Ereignis, das war eine Erfüllung von der Prophetie, die wir gerade gesehen haben. Und diese Neugründung Israels, die war wirklich ein Ereignis, das die Welt beschäftigt hat und auch sehr viel Widerstand hervorgerufen hat. Schon einen Tag nach dieser Neugründung wurde Israel angegriffen von 5 umliegenden arabischen Nationen. Aber wir sehen wirklich die Hand Gottes, nicht nur hinter dieser Neugründung, sondern auch darin, dass es diese 5 Nationen nicht geschafft haben, dieses kleine junge Land zu zerstören, sondern es ist sogar als Sieger hervorgegangen aus diesem ersten Krieg. So, dieses Jahr war schon sehr besonders und wir haben gerade gelesen, Jesus hat gesagt, wenn das passiert, dann wissen wir, dass sein Kommen, sein zweites Kommen nah vor der Tür ist. So, dieses Ereignis hat schon etwas eingeläutet, eine besondere Zeit, in der das Kommen des Herrn nahe ist. Es gibt ein weiteres Zeichen, das Jesus uns gegeben hat. Diesmal in Lukas Evangelium. Dort redet er erst nochmal über die Zerstörung im Jahr 70 nach Christus. Er sagt, sie, die Juden, werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und das ist, wie ich gerade erwähnt habe, tatsächlich passiert. Sie wurden unter alle Nationen die ganze Welt weggeführt. Und dann sagt Jesus, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Das heißt, es wird in der Hand
von anderen Nationen sein, nicht in der Hand der Juden, der Israeliten. Aber er sagt, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Das heißt, Gott hat offensichtlich eine Zeitspanne bemessen, in der Jerusalem, eine Stadt, die er für seinem Volk gegeben hat, in der Hand anderer Mächte sein wird. Und Jesus hat hier angedeutet, dass diese Zeit irgendwann erfüllt sein wird. Mit anderen Worten, dass Jerusalem irgendwann wieder den Juden gehören wird. Und als der Staat gegründet wurde 1948, da war es noch nicht so. Da wurde Jerusalem aufgeteilt. Es gab ein West- und ein Ost-Jerusalem. Und Ost-Jerusalem war nicht in der Hand der Israeliten. Aber das hat sich geändert, und zwar im Jahr 1967. Die Zeitung titelt hier Schlacht um Jerusalem. Und damals ist geschehen, was viele heute kennen unter dem Namen Sechstagekrieg. Wieder war Israel kurz davor, von 5 umliegenden Nationen, arabischen Nationen, angegriffen zu werden. Nur diesmal hat Israel nicht gewartet, wie 1948, sondern als sie gesehen haben, dass der Angriff bevorsteht, haben sie selber angegriffen. Und sie haben auf erstaunliche Weise innerhalb von 6 Tagen nicht nur diese 5 Nationen zurückgeschlagen, sondern einige Gebiete eingenommen, und darunter war Ost-Jerusalem. Und das Besondere an diesem Sechstagekrieg war, dass durch diesen Krieg eine weitere Prophezeiung, nämlich die wir gerade gesehen haben, erfüllt worden ist. Plötzlich war ganz Jerusalem wieder in der Hand von Gottes Volk. Und es ist das passiert, was Jesus gesagt hat, die Zeiten der Nationen waren erfüllt. Und auch das war ein sehr besonderes Ereignis. Und auch bei diesem Krieg, wenn man ein wenig über ihn liest und Quellen darüber anschaut, dann muss man auch bekennen, dass wiederum Gottes Hand dahinter ist. Es war eigentlich menschlich gesehen kaum möglich für dieses kleine Land, diesen Krieg zu bestehen. Aber es ist geschehen, weil Gott dahinter war, weil es ein Zeichen war, das Gott gegeben hat. Es gibt noch ein drittes Zeichen, von dem die Bibel ebenfalls geredet hat. Und das ist wieder im Propheten Jesaja und im Propheten Jeremia. Da heißt es, da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden, denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und Jeremia fügt hinzu und sagt, zu jener Zeit, und die Zeit, von der er hier redet, ist die Zeit, in der Gottes Reich auf der Erde sein wird, eine Zeit, die noch kommen wird. Er sagt, zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich dorthin versammeln. So eine weitere Wahrheit, die die Bibel uns sehr klar zeigt, ist, dass Jerusalem der Sitz des Königs sein wird. Der Sitz von, nicht nur damals von den israelitischen Königen, sondern vor allem der Sitz von Jesus Christus, wenn er kommen wird, um als König zu herrschen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, er wird nach Jerusalem kommen, aber er wird nicht nur dorthin kommen, sondern dort wird er auch herrschen. Und dafür ist sehr wichtig, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel ist. Und das ist ein Zeichen, das wir vor wenigen Monaten erst erlebt haben. Im Dezember, am 6. Dezember 2017, um genau zu sein, hat die USA als wichtigster Verbündeter von Israel Jerusalem offiziell als Hauptstadt von Israel anerkannt. Denn für die Juden war es zwar schon immer so, aber für die Weltgemeinschaft ist eigentlich Tel Aviv die Hauptstadt, wo alle Botschaften sind und die Stadt, die politisch als Hauptstadt anerkannt wird. Und wie bedeutend dieses Ereignis war, dass die USA Jerusalem als Hauptstadt anerkannt haben, das haben wir daran gesehen, dass solch ein Aufschrei durch die ganze Weltgemeinschaft gegangen ist. Solch ein Aufschrei. Die ganze Welt war davon in Aufruhr und manche von uns haben es vielleicht verfolgt. Es gab kurz danach diese UN-Vollversammlung, wo die meisten Nationen dagegen gestimmt haben und heftig debattiert haben. Warum? Weil alle wissen, dass das eine gravierende und eine sehr wichtige Entscheidung ist mit großer Tragweite. Das wissen alle.
Aber wir müssen heute Abend sehen, das war nicht nur die Entscheidung eines Politikers in den USA, sondern das war die Erfüllung oder ein weiterer Schritt zur Erfüllung von Dingen, die die Bibel schon längst vorhergesagt hat. So, wir müssen erkennen, auch dahinter ist die Hand Gottes. Und Gott benutzt auch Menschen, Politiker, Herrschende. Er setzt sie ein, sagt uns die Bibel. Er benutzt sie, um seinen Willen auszuführen und um Zeichen und Prophetien zu erfüllen, die er schon vorhergesagt hat. Und das Erstaunliche an diesem Zeichen ist, dass es exakt 50 Jahre war nach der Eroberung Ostjerusalems, dem Zeichen, was wir gerade gesehen haben. 1967 bis 2017 sind genau 50 Jahre. Und diese Zahl, dieses 50. Jahr, hat für die Juden in der Bibel eine sehr besondere Bedeutung. Es ist für sie das Halljahr. Und das ist auch kein Zufall, dass das nicht 49 oder 51 Jahre später passiert ist, sondern genau 50 Jahre. Es ist ein weiterer Hinweis, der uns zeigen muss, dass Gott dahinter steht, der hier am Werk ist und der uns diese Dinge zeigt im Weltgeschehen, damit wir erkennen, dass es nahe bevorsteht. Und eine Sache, die sehr erstaunlich ist, ist, diese Ereignisse, die wir gerade gesehen haben, diese drei Zeichen, diese drei Ereignisse, die hat Gott zusätzlich durch Zeichen am Himmel bestätigt. Wie kann das sein? Nun sehr einfach, er ist Gott, er hat alles gemacht. Die Bibel zeigt uns sehr klar, Gott ist der Schöpfer des Himmels, des Universums, der Erde und von allem. So, wenn er das Universum gemacht hat, die Sterne, die Sonne, den Mond, dann kann er natürlich auch sie benutzen, um uns Menschen Zeichen zu geben. Und Jesus selbst hat hier gesagt in Lukas 21, als er wiederum von seinem Kommen, von seinem zweiten Kommen geredet hat, er hat gesagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und Gott hat sogar schon auf der allerersten Seite der Bibel, als er Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat, hat er sogar schon gesagt, er macht sie, damit sie uns Menschen als Zeichen dienen. So, wir sind heute vielleicht nicht so gewohnt, uns die Sterne anzuschauen oder die Dinge am Himmel. Und es ist auch nicht nötig, dass wir das zu viel machen. Aber einige Dinge müssen wir kurz sehen, die Gott extra vorbereitet hat, um die Dinge, die auf der Erde passieren, zu bestätigen. Und etwas, das wir gesehen haben in diesem Zusammenhang, sind sogenannte Tetraden. Tetraden sind, es gab ja in den letzten Jahren, vielleicht haben es einige verfolgt, einige Blutmonde. Das ist ein Mond, der eigentlich verfinstert ist, aber durch das Licht der Sonne, das an der Erde gebrochen wird, in einem rötlichen Licht erscheint. Und man nennt es eigentlich sehr weitläufig Blutmond. Und eine Tetrade ist ein Begriff, der benutzt wird, um eine Folge von vier Blutmonden zu beschreiben, die nacheinander kommen. Und das kommt immer mal wieder vor, dass es einige Blutmonde nacheinander gibt. Und manchmal ist ja auch in den Medien, wenn ein neuer Blutmond ist, dann wird es kurz berichtet und die Leute sind interessiert und schauen, was passiert. Was es allerdings auch manchmal, aber nur sehr selten gibt, wir nennen es jetzt mal eine besondere Tetrade, ist eine Folge von diesen vier Blutmonden mit der Besonderheit, es ist in zwei aufeinander folgenden Jahren. Und der erste und der letzte Blutmond in einem Jahr fällt jeweils genau auf das erste und letzte jüdische Fest. Wir zeigen das kurz an einer Grafik. Das heißt, wir haben vier Blutmonde und der erste fällt auf das erste jüdische Fest. Gott hat seinem Volk, den Juden, verschiedene Feste und vor allem sieben Hauptfeste gegeben. Können wir nachlesen im dritten Buch Mose. Und das erste von diesen sieben Festen ist das Passafest, das die Juden bis heute jährlich feiern. Und es gibt diese Tetrade, wo der erste Mond genau an dem Tag ist, an dem die Juden das Passa feiern. Und der zweite Blutmond in dem ersten Jahr fällt wiederum genau auf den Tag eines jüdischen Festes, und zwar auf das letzte jüdische Fest, das siebte Fest, genannt das Laubhüttenfest. Und im zweiten Jahr
ist es noch einmal genauso. Der dritte Blutbund fällt wieder auf das Passafest, der vierte wieder aufs Laubhüttenfest. Und so eine Abfolge, die genau auf die jüdischen Feste fällt, die gibt es nicht sehr häufig. Um genau zu sein, in den letzten 500 Jahren gab es sie dreimal. Dreimal gab es in den letzten 500 Jahren das, was wir hier sehen. Eine Blutmondtetrade, die genau auf die jüdischen Feste fällt. Jetzt natürlich die Frage, wann waren diese dreimal? Das erste Mal war 1949 und 1950. In diesen zwei Jahren gab es vier Blutmonde, die genau auf die jüdischen Feste fielen. Erstaunlicherweise direkt nach dem Jahr, in dem Israel neu gegründet worden ist. Direkt nach dem ersten Zeichen, das wir gerade gesehen haben. Die zweite solche Tetrade, manche haben es vielleicht schon getippt, war 1967 und 68. Wiederum exakt zu der Zeit, als sich ein zweites wichtiges Zeichen an Israel erfüllt hat. Und die dritte war 2014 und 2015. Nun, was ist da passiert? Da hat der Präsident der Vereinigten Staaten, wo wir eben schon gesehen haben, der beteiligt ist an der Erfüllung wichtiger Zeichen an Israel, da hat er seine Kandidatur für die Präsidentschaftsnominierung verkündet. Und wir alle haben das sicherlich mehr oder weniger beobachtet, wie viel Widerstand, wie viel Kampf es seitdem gab, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Aber eines müssen wir erkennen, was wir nun halten von diesem Mann oder nicht, das spielt keine Rolle. Eines müssen wir erkennen, Gott benutzt ihn und hat ihn eingesetzt, um Dinge, die mit Israel noch geschehen müssen, auszuführen. So, diese Hauptstadtanerkennung, die wir schon gesehen haben, die ist durch diesen Mann geschehen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass die dritte Blutmondtetrade, diese besondere, genau mit ihm zu tun hat. So, das ist nur ganz kurz ein kleiner Exkurs und Ergänzung, um uns zu zeigen, Gott gibt uns nicht nur Beweise in seinem Wort, sondern er gibt uns zusätzlich noch eindeutige Zeichen am Himmel. Und das ist wirklich eindeutig. Gott zeigt uns unmissverständlich vom Himmel her, dass das, was hier vor unseren Augen geschieht, sein Werk ist. Und dass es die Erfüllung seines Wortes ist. Und wir müssen wirklich diesem Gott glauben, der uns diese ganzen Zeichen gibt. Und etwas, was nächste Woche passieren wird, ist das hier. Am nächsten Montag, am 14. Mai, wird das passieren, was im Dezember 2017 schon angekündigt wurde. Da werden dann die Vereinigten Staaten ihre Botschaft in Jerusalem eröffnen. Und dieses Bild hier rechts oben ist von gestern. Das ist aus einem Artikel von gestern, denn gestern haben sie schon angefangen, die ersten Schilder in Jerusalem und Wegweiser aufzustellen. In Hebräisch, Arabisch und Englisch. Und nächsten Montag werden wir alle sehen, wie ein weiterer Schritt geschieht, der wichtig ist für Gottes Plan. Denn wie wir gesehen haben, Jerusalem muss auch für das zweite Kommen Jesu, es muss die Hauptstadt sein, die Hauptstadt von Israel. Und hier ist auch erstaunlich zu sehen, auch diese Botschaftsverlegung und das, was wir sehen werden nächsten Montag, es ist genau am 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. So, wieder haben wir so eine Zahl und die Zahl 70 hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung in der Bibel. So, Gott benutzt sogar die Zahlen, um uns zu zeigen, dass er am Werk ist. Und auch hier müssen wir erkennen, es ist sicherlich kein Zufall, dass es genau jetzt in unserer Zeit vor unseren Augen passiert. Nun, es gibt noch ein Zeichen an Israel, das ist noch nicht eingetroffen. Von dem hat die Bibel aber schon geredet. Und das ist natürlich sehr wichtig jetzt für uns, denn es ist ein Zeichen, das noch eintreffen muss, damit wir wissen, dass Jesus wirklich sehr, sehr nah ist und wiederkommt. Und dieses Zeichen an Israel, das noch bevorsteht, ist ein Friedensbund oder ein Friedensvertrag, der geschlossen werden muss zwischen den Juden auf der einen Seite, aber auch den Palästinensern sicherlich, den arabischen Nationen.
Und die von uns, die ein bisschen die Geschichte und die Politik verfolgt haben, wissen, dieser Friedensbund im Nahen Osten, das ist etwas, an dem vor allem amerikanische Präsidenten, aber auch viele in der Weltgemeinschaft seit Jahrzehnten arbeiten. Aber bisher hat es nicht geklappt. Bisher hat es nicht geklappt, dauerhaft Frieden dort im Nahen Osten zu schaffen. Umso interessanter ist, das ist ein Artikel aus März, 12. März, also auch noch recht aktuell, dass der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten und die jetzige Regierung, sie haben sich wie wahrscheinlich keine Regierung vor ihnen so sehr darauf fokussiert, diesen Friedensbund im Nahen Osten jetzt zustande zu bringen. Und dieser Artikel hat schon im März gesagt, dass der Peace Plan, der Friedensplan, also der Plan, um dort Frieden zu machen, der auch so einen Vertrag beinhalten wird, dass der nach über einem Jahr der Vorbereitung bereit ist. Und die Regierung ist gerade dabei zu schauen, wann und wie sie ihn am besten veröffentlichen, um ihn dann auch umzusetzen. Und es gibt einige israelische Regierungsvertreter, die schon angekündigt haben, es kann sehr gut sein, dass er nach der Botschaftsverlegung nächste Woche veröffentlicht wird. So, wir werden es sehen. Aber was wir sehen müssen, ist, dass mit Hochdruck an diesem Friedensbund gearbeitet wird. Und dieser Friedensbund ist vorhergesagt in dieser Bibelstelle, und die wollen wir uns noch kurz anschauen. Dort hat der Prophet Daniel gesagt, durch Macht wird er einen Bund mit vielen schließen, eine Woche lang. Und wir wissen aus dem Zusammenhang von Daniel Kapitel 9 und auch aus anderen Bibelstellen, wissen wir, dass das etwas ist, was noch geschehen wird in Zukunft. Und wir wissen, dass dieser Bund, von dem hier die Rede ist, dieser Friedensbund ist zwischen Gottes Volk und den anderen Nationen dort. Und diese Stelle aus Daniel ist deshalb sehr wichtig, weil sie uns ein paar Details über diesen Bund sagt. Und das ist das Erstaunliche. Gott sagt nicht nur allgemein pauschal, da wird was kommen, sondern er gibt uns immer Details, an denen wir genau prüfen können, ob es wirklich eingetroffen ist. Und die eine Sache, die er sagt, ist, er sagt, dieser Bund wird eine Woche lang sein. Und in Daniel, in diesem Kapitel, bedeutet Woche nicht 7 Tage, sondern 7 Jahre. Es ist also eine Jahrwoche. Daniel redet dort insgesamt von 70 Jahrwochen und die letzte, die 70. ist diese. Und es ist also eine Dauer von 7 Jahren. Das heißt, Daniel sagt uns sehr klar, dieser Friedensbund im Nahen Osten, der kommen wird, der wird 7 Jahre lang dauern. So, wenn er demnächst kommen wird und er geht 7 Jahre, dann sollten wir wirklich aufhorchen, denn dann ist es die Erfüllung von diesem Wort in Daniel. Aber es muss noch etwas passieren. Hier steht in der Mitte der Woche, so in der Mitte der Jahrwoche, das bedeutet in der Mitte von 7 Jahren, also nach 3,5 Jahren, da werden Schlachtopfer und Speisopfer abgeschafft. Das zeigt uns, dass der Bund den Juden wieder erlauben wird, ihre Opfer zu bringen. Und das ist etwas, was für die Juden, für Gottes Volk sehr, sehr wichtig ist. Für sie ist sehr wichtig, dass sie ihren Gott anbeten können, auf die Art und Weise, wie Gott es im sogenannten Alten Testament in den Büchern Mose vorgeschrieben hat, durch Tieropfer und gewisse Rituale, die dazugehören. Und das können die Juden heute nicht tun, an dem Ort, der dafür vorgesehen ist, auf dem Tempelberg. Das können sie heute nicht tun. Aber dieser Friedensbund, er muss beinhalten, dass die Juden wieder die Möglichkeit haben, ihre Schlachtopfer und Speisopfer, wie hier steht, für Gott darzubringen. Es steht abschaffen, genau. Nach 3,5 Jahren wird es abgeschafft, aber das bedeutet umgekehrt, es muss erstmal wieder eingeführt werden. Es muss erst eingeführt werden, damit es nach 3,5 Jahren wieder abgeschafft werden kann. Und heute ist es nicht so. Und wir wissen an den Friedensverhandlungen, dass das tatsächlich eine wichtige Komponente ist. Das wird etwas sein, was eine große Rolle spielen wird. Und was noch wichtig ist, und das ist hier unterstrichen, die Worte Macht und Bund. Und wenn wir da schauen, was passiert aktuell in der Welt, was damit zu tun hat, nun einen Bund
Ein Bund wird gerade auch geschlossen, das sehen wir in diesem Bild hier, in Korea. Ich glaube, viele von uns haben verfolgt, was gerade sich in Korea abspielt. Dort, wo noch vor 2-3 Monaten ein Zustand war, wo alle Angst hatten vor einem dritten Weltkrieg und Atombomben, da ist plötzlich ein Friedensbund, wie hier steht, ein Peace Deal, sehr, sehr greifbar. Und bei diesem Bund in Korea hat auch der amerikanische Präsident seinen Anteil gehabt. Woran sehen wir das? Das sehen wir daran, der südkoreanische Präsident, das ist der hier auf der rechten Seite, der wurde, nachdem dieses Treffen zwischen Nord- und Südkorea war und sie diesen Friedensbund angekündigt haben, da wurde er von jemandem vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Und der südkoreanische Präsident hat geantwortet, nein, nicht ich sollte ihn bekommen, sondern Trump sollte ihn bekommen. Ich sage nicht, dass er ihn bekommen sollte, ich sage nur, diese Aussage zeigt, dass der südkoreanische Präsident sehr wohl anerkennt, dass der Trump seinen Anteil hat an diesem Frieden. Warum sagen wir das? Weil es eine ähnliche, vergleichbare Situation ist. Auch in Korea war die Situation so festgefahren. Noch vor 3 Monaten hätte das niemand für möglich gehalten, was wir jetzt gerade erleben. Die ganze Welt ist überrascht, aber man sieht hier, wie es möglich ist, in kurzer Zeit in einer schwierigen Situation doch zu einem Friedensbund zu kommen. Und das gibt auch Anlass zur Hoffnung, dass es bald in Israel so sein wird. Und noch etwas hat Daniel hier gesagt. Er sagt, dieser Bund wird durch Macht geschlossen. Das heißt, da wird es jemanden geben, der wird seine Macht, seine Kraft einsetzen, um diesen Bund zu tun. Und das ist auch erstaunlich, denn das Motto oder die Doktrine dieses Präsidenten ist Peace through Strength, Friede durch Macht oder durch Kraft. Das war von Anfang an das Motto der Außenpolitik dieser Regierung. Nun, es geht nicht darum, was wir jetzt davon halten, ob wir das gut oder schlecht finden. Aber wichtig ist, Daniel sagt, der Bund wird nicht durch gutes Zureden oder durch Diplomatie geschlossen, sondern durch Macht und durch Kraft. Und das ist genau die Art und Weise, wie diese amerikanische Regierung, die wir gerade sehen, arbeitet und wie sie auch an diesem Friedensbund arbeitet. So, wir können natürlich heute nicht völlig mit Gewissheit sagen, dass er es machen wird und dass es passieren wird. Das können wir nicht mit Gewissheit sagen und das möchte ich auch nicht sagen. Aber es gibt viele Hinweise und das sind Dinge, 30. April, das sind Dinge, die passieren im Moment direkt vor unseren Augen. Die müssen uns schon zumindest nachdenklich stimmen und uns aufmerksam machen und uns nach Gott fragen lassen. So, nochmal zusammengefasst, dieser Friedensbund im Nahen Osten, nochmal rechts unten eingeblendet, der muss 7 Jahre dauern und den Juden ermöglichen zu opfern. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was passiert nach diesem Friedensbund, wenn er geschlossen ist? Hier ist eingeblendet, was wir jetzt schon besprochen haben. Wir haben diese 3 Zeichen an Israel. Wir haben den Friedensbund im Nahen Osten, der noch bevorsteht. Aber aufgrund all der Zeichen und Hinweise, die wir gesehen haben, müssen wir annehmen, dass es nahe bevorsteht, dass es sehr bald kommen wird. Deshalb wagen wir mal einzuzeichnen, dass wir heute in etwa auf diesem Zeitstrahl da sind. Wir sind nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt, wir sind vor dem Friedensbund, aber wir können davon ausgehen, dass es nahe bevorsteht. So, was passiert, wenn dieser Friedensbund geschlossen wird und diese 7 Jahre losgehen? Wir haben eben schon angedeutet gesehen, diese 7 Jahre sind aufgeteilt in 2 mal 3,5. Denn nach den ersten 3,5 wird was Einschneidendes passieren. Und anhand von anderen Bibelversen sehen wir, dass die Bibel die ersten 3,5 Jahre als eine Zeit bezeichnet, wo Frieden und Sicherheit herrschen werden auf der Erde. Wo es vergleichsweise viel Frieden und Sicherheit geben wird. Die zweiten 3,5 Jahre hingegen werden komplett anders sein. Diese Zeit nennt die Bibel den großen Tag des Zornes Gottes.
Und diese Zeit wird beginnen, wenn die ersten 3,5 Jahre vorbei sind, wenn dieser Friedensbund, wie wir eben auf der Folie davor gesehen haben, gebrochen wird, diese Opfer werden abgeschafft, die Juden verlieren die Möglichkeit, dort ihren Gott anzubeten, und dann wird diese Zeit losgehen. Und Jesus selbst hat diese Zeit schon genannt als eine Zeit der großen Trübsal. Eine Trübsal, wie sie nie auf Erden war und auch nicht wieder sein wird. So, es wird eine schwierige Zeit, und wer mehr über diese Zeit wissen möchte, der muss oder der kann im Buch Offenbarung nachlesen. Dort hat Gott in mehreren Kapiteln uns schon vorher gesagt, was dort passieren wird. Und wenn wir das lesen, werden wir merken, es wird keine gute Zeit werden. Und am Ende dieser 7 Jahre ist die Wiederkunft Jesu Christi. Das zweite Kommen des Herrn, und das zeigt uns die Bibel im Gesamtzusammenhang, das wird kommen, wenn diese 7 Jahre vorbei sind. Aber nicht nur wird Jesus wiederkommen und, wie wir schon gehört haben, sein Reich aufrichten, seine Herrschaft, sondern er wird auch als Richter kommen. Er wird nicht wie beim ersten Mal kommen, demütig, um sich zu zerschlagen zu lassen und die Errettung zu bewirken, sondern er wird kommen als König und als Richter, deswegen diese zwei Symbole. Denn die ganze Bibel zeigt uns, dass wir Menschen, jeder von uns, eines Tages vor Gott Rechenschaft abgeben müssen, für das, wie wir gelebt haben, für das, was wir getan haben. So, wenn dieses Kommen ist, dann beginnt etwas, das das Wort Gottes 1000-jähriges Reich nennt. So, es beginnt dann ein neues Zeitalter, kann man sagen. Es beginnt eine Zeit, in der Jesus Christus selbst hier auf der Erde herrschen wird. Nicht im Himmel, dieses Reich wird nicht im Himmel sein, sondern dieses Reich wird hier auf der Erde sein und Jesus wird hier auf der Erde herrschen für 1000 Jahre. Und nach diesen 1000 Jahren gibt es ein weiteres Gericht und die Bibel nennt es das Gericht vor dem großen weißen Thron. Und dann beginnt der letzte Zeitabschnitt, der letzte in dem Sinn, weil es die Ewigkeit ist. Danach beginnt das, was die Bibel nennt, neuer Himmel, neue Erde und neues Jerusalem. Und das wird dann tatsächlich in Ewigkeit andauern, weil Gott ewig ist. So, wenn wir jetzt diesen ganzen Zeitstrahl ansehen, stellen sich wahrscheinlich noch ein paar Fragen. Und deshalb möchten wir noch kurz darauf eingehen. Einmal, was hat es mit diesen zwei Gerichten auf sich? Die meisten von uns, die vielleicht schon mal davon gehört haben oder ein Bewusstsein haben, dass es ein Gericht Gottes geben wird, haben vielleicht noch nicht darüber gehört, dass es zwei Gerichte geben wird. So, die Frage stellt sich, warum zwei und wer ist betroffen? Die zweite Sache, die wir dann noch kurz anschauen wollen, ist, was hat es mit diesem 1000-jährigen Reich auf sich und was hat es mit uns zu tun? Und die dritte Sache ist, gibt es eine Möglichkeit, diesem großen Tag des Zornes Gottes zu entkommen? Schauen wir uns kurz das erste an. Wir haben gerade gesehen, es gibt zwei Gerichte. Hier ist nochmal der Zeitstrahl, diesmal nur der Ausschnitt, der uns jetzt für die zwei Gerichte interessiert. Wir schauen uns erst das hintere an. Warum? Weil es für die meisten von uns geläufiger sein dürfte. Das hintere, haben wir gerade schon gesagt, nennt die Bibel das Gericht vor dem großen weißen Thron. Und wir haben hier mal die Bibelstelle dazu eingeblendet. Das ist in Offenbarung 20. Also wir sind jetzt schon sehr weit am Ende der Bibel bei Dingen, die noch in der Ferne sind. Denn das wird nach dem 1000-jährigen Reich sein. Und da steht, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, das war Gott selbst. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und zu dieser Zeit werden alle Menschen, die gelebt haben und schon gestorben sind, sie werden auferweckt und sie werden vor diesem Gericht Gottes stehen müssen. Deswegen sagt er hier, ich sah die Toten. Warum? Weil sie auferweckt worden sind, um vor diesem Gericht zu erscheinen. Kleine und große, das bedeutet alle Menschen, ohne Ausnahme. Und dann heißt es, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.
Und was war das Urteil? Hier steht, wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dann ist die Frage, okay, wie kommt man in dieses Buch des Lebens? Und dazu müssen wir diese Stelle sehen, die Jesus gesagt hat im Johannesevangelium. Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und das ist jetzt wichtig. Und er kommt nicht in das Gericht. Das Gericht, von dem Jesus hier redet, ist dieses Gericht. Vor Gottes großem weißen Thron. Und wir haben ja am Anfang des Vortrags gesehen, Jesus ist zum ersten Mal gekommen, um für uns Menschen die Errettung zu erwirken. Und jetzt sehen wir auch Errettung wovon? Errettung unter anderem von diesem Feuersee. So, Gott möchte uns Menschen davon retten. Auf der anderen Seite ist Gott gerecht. Er kann nicht einfach die viele Schuld, die wir Menschen im Laufe all der Zeit getan haben, wegwischen. Er ist gerecht und es gibt bei ihm auch Bestrafung. Aber er ist auch voller Liebe. Und er hat Jesus geschickt, um die Errettung zu bewirken. Und Jesus sagt hier, wenn jemand glaubt seinem Wort, der wird vor diesem Gericht gerettet. So, deshalb können wir sagen, wen betrifft dieses Gericht? Dieses Gericht, das hintere, betrifft die Ungläubigen. Ungläubig im Sinne der Bibel, das bedeutet Menschen, die nicht Jesus geglaubt haben. Die Errettung, die Jesus vollbracht hat, abgelehnt haben, indem sie nicht geglaubt haben und es nicht haben möchten. Das meinen wir mit Ungläubige nach der Bibel. Denn Jesus zeigt uns hier, ein Mensch, der Jesus angenommen hat und an ihn gläubig geworden ist, der wird nicht in dieses Gericht kommen. Und diese Gewissheit können alle haben, die heute gläubig sind an Jesus. Gut, das ist das eine Gericht. Das zweite, das erste im Sinne von zeitlich vorher ist der Richterstuhl Christi. Und auch davon redet die Bibel sehr klar. Und zwar der Apostel Paulus hat gesagt, im Römerbrief, und in diesem Kapitel redet er von der Beziehung zwischen den Gläubigen in der Gemeinde. In diesem ganzen Kapitel geht es darum, wie wir als wiedergeborene Christen, als Gläubige miteinander umgehen in der Gemeinde, nachdem wir gläubig geworden sind. Und er sagt, du aber, was richtest du deinen Bruder, weil es dort manche gab, die sich gegenseitig gerichtet und verurteilt haben, wie es auch heute der Fall ist. Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Und dann sagt er zu ihnen, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. So, wenn Paulus als ein Gläubiger zu den Römern als zu Gläubigen sagt, wir alle werden dort erscheinen, dann zeigt das sehr klar, alle Christen, alle Gläubigen, die zwar von diesem Gericht hier befreit sind, müssen dennoch vor ein Gericht, nämlich vor diesen Richterstuhl Christi. Paulus nennt ihn den Richterstuhl Christi. Und das hat er nicht nur im Römerbrief gemacht, das hat er nochmal wiederholt im 2. Korintherbrief. Dort sagt er, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wieder diese Formulierung, wir alle. So, selbst er selbst, und wenn wir von Paulus lesen, dann sehen wir, er war wirklich ein Mann Gottes, ein Mensch, der Jesus nachgefolgt ist. Aber selbst er war sich bewusst, auch er muss eines Tages vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen. Um was zu machen, das sagt er hier, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. So, Gott ist wirklich gerecht. Und auch wir Christen, wir Gläubige, müssen eines Tages vor Jesus stehen, um für alles, was wir getan haben in unserem Leben, Rechenschaft abzugeben. Und das ist auch sehr normal und vernünftig. Unser Gott ist nicht ungerecht, unser Gott ist auch nicht unvernünftig. Er gibt uns Gläubigen die Gewissheit und die können wir haben. Wir werden sicherlich nicht im Feuersee landen. Sicherlich nicht. Aber wir müssen vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen. So, dieser Richterstuhl Christi ist für die Gläubigen, für die Christen. Und ich hoffe, jetzt können wir ein bisschen mehr verstehen, warum Gott zwei Gerichte hat. Und dann ist natürlich die Frage, okay, worum geht es denn beim Richterstuhl Christi? Was sind denn da die Optionen? Und dafür schauen wir uns nochmal diese Übersicht an. Und das hat jetzt sehr zu tun mit dem tausendjährigen Reich. Warum ist der Richterstuhl Christi
zu Beginn des tausendjährigen Reiches und nicht am Ende wie das andere Gericht. Warum? Weil in diesem Gericht für die Christen entschieden wird, wo wir Gläubige das tausendjährige Reich verbringen. Und dazu schauen wir uns auch kurz eine Bibelstelle an, die uns das verdeutlicht. Und zwar im 1. Korintherbrief Kapitel 3, da steht geschrieben, denn ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Er redet hier wieder zu den Gläubigen und jeder Gläubige kann sicher sein, er hat dieses feste Fundament. Und Paulus sagt hier sehr klar, das bleibt und ein anderes kann niemand legen. So, wenn ich an Jesus gläubig geworden bin, kann ich sicher sein, ich habe dieses Fundament. Aber dann fährt er fort und sagt und redet jetzt darüber, wie man auf dieses Fundament baut. Und das ist eigentlich ein Bild, was er hier benutzt, was für uns alle nachvollziehbar sein sollte. Denn wenn wir alle wissen, wie es ist, wenn man zum Beispiel ein Haus baut, man fängt natürlich an mit dem Fundament. Ohne Fundament geht's nicht. Dann bricht alles zusammen. Aber nachdem man das Fundament gelegt hat, hört man nicht auf. Es fängt erst richtig an. Man baut darauf. Und am Ende, was man sieht, ist vor allem das, was man darauf gebaut hat. Und dieses Bild von dem Fundament und dem Bauen benutzt der Paulus hier als Bild für unser Leben als Christen. Und er zeigt, ja, durch den Glauben an Jesus und durch die Taufe haben wir das Fundament gelegt. Und das ist sehr kostbar und sehr wichtig. Aber jetzt geht es darum, nachdem wir diesen Schritt getan haben, wie wir darauf bauen. So, unser ganzes Christenleben ist im Prinzip nichts anderes als ein ständiges Bauen auf diesem Fundament. Und er nennt hier verschiedene Materialien. Gold, Silber, Edelsteine auf der positiven Seite. Holz, Heu, Stroh auf der negativen Seite. Und er sagt, dass was jemand baut, er sagt, eines jeglichen Werk wird offenbar werden, der Tag wird es klar machen. So, was meint er mit der Tag? Der Tag ist der Tag, wo wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Das ist klar. Wenn wir als Christen irgendwann vor diesem Richterstuhl stehen, dann wird Jesus schauen, was haben wir mit unserem Leben gemacht? Was haben wir auf ihm als dem Fundament gebaut? Wie haben wir unser Christenleben gelebt? Was sind die zwei Ausgänge, die Paulus hier nennt? Er sagt, wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er eine Belohnung empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also offensichtlich, wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, gibt es für uns Gläubige zwei Optionen, zwei Urteile oder Ausgänge in diesem Richterstuhl Christi. Der erste ist, wir bleiben bei dem Vokabular, das die Bibel benutzt. Belohnung. Es wird für manche, die ein Werk gebaut haben, das bleibt. Und Jesus wird dieses Werk prüfen. Und wenn es bleibt, wenn es ihm entspricht, wenn es ihm gefällt, dann werden diese Gläubigen eine Belohnung empfangen. Und die anderen werden, wie er sagt, Schaden leiden. Wir nennen es einfach mal Strafe oder Züchtigung. Denn Strafe ist im Sprachgebrauch oft das Gegenteil von Belohnung. So, beim Richterstuhl Christi, obwohl alle gläubigen Christen vom Feuersee in Ewigkeit errettet sind, beim Richterstuhl Christi macht Gott einen Unterschied. Er behandelt nicht alle Christen gleich. Er macht einen Unterschied, je nachdem, wie wir gelebt haben und was wir gebaut haben. So, dann ist die Frage, worin besteht die Belohnung, worin besteht die Strafe? Nun, durch andere Bibelstellen sehen wir in Bezug auf die Belohnung, es ist, mit Christus zu regieren in seinem Reich. Und wir erinnern uns vielleicht an den Vers, der ganz am Anfang kam, wo Jesus gesagt hat, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und weitere Bibelstellen, wie hier in Offenbarung 3 und in Offenbarung 20, zeigen uns, dass es einige gläubige Christen geben wird, die, wenn Gottes Reich kommen wird auf die Erde, die mit Jesus regieren werden. Das ist ein Teil der Belohnung. Und dann ein weiterer Teil ist, die Bibel redet vom Hochzeitsfest des Lammes.
Es wird also eine Zeit des Feierns und der Freude sein. Und in Matthäus 25, ein Gleichnis, das viele kennen, dort bekommen auch die treuen Knechte den Eingang in die Freude ihres Herrn. Das zeigt die Bibel uns, vor allem durch verschiedene Gleichnisse in den Evangelien, über die Belohnung für die treuen Christen. Und das meinte Paulus, als er sagte, er wird eine Belohnung empfangen. Nun, was sagt die Bibel über die Strafe oder die Züchtigung? Das sind oftmals dieselben Gleichnisse. Wer zu Hause diese Bibelstellen nachlesen möchte, wir haben sie aufgeschrieben. Und es sind oft dieselben Gleichnisse, die Jesus benutzt, um beides zu zeigen. Warum macht Jesus das? Weil er uns zeigen will, dass es beim Gericht, beim Richterstuhl Christi einen Unterschied geben wird zwischen den Gläubigen. Und wir sehen hier Begriffe, die Jesus benutzt, wie äußere Finsternis. Jesus redet von dem untreuen Knecht, dem untreuen Sklaven. Er sagt, er wird in die äußere Finsternis geworfen, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Er wird entzwei gehauen und bekommt seinen Anteil mit den Heuchlern und Ungläubigen. Und die Stelle hier rechts, die wir gerade schon gesehen haben, die hier nochmal steht. Er wird gerettet, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und hier ist wichtig für uns zu sehen, für einen Christen durch die Strafe zu gehen, bedeutet nicht, dass er seine Errettung wieder verliert. Die Errettung, von der wir eben geredet haben, nicht in den Feuersee zu kommen und in Ewigkeit verloren zu sein. Diese Errettung wird er nicht verlieren. Das ist nicht gemeint mit Strafe. Paulus sagt sehr klar, er wird gerettet. Er wird gerettet. Aber wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, ein gläubiger Christ, der durch diese Zeit der Strafe gehen muss, er muss durchs Feuer gehen. Es wird eine Zeit der Leiden sein. Und es wird sicherlich keine einfache Zeit sein. So, Gott macht beim Richterstuhl Christi einen Unterschied und dieser Unterschied, der dauert 1000 Jahre. Das gilt nicht für die Ewigkeit. Deswegen ist das hier beim tausendjährigen Reich. Und danach in der Ewigkeit, das ist noch wichtig zur Vollständigkeit zu sehen, in der Ewigkeit werden alle gläubigen Christen zusammen sein im neuen Jerusalem. Auch die, die durch die Zeit der Bestrafung gehen mussten. So, es ist eine zeitlich begrenzte Belohnung, eine zeitlich begrenzte Strafe, aber die Zeit ist recht lang, 1000 Jahre. So, es lohnt sich für uns heute als gläubige Christen, wenn wir uns danach ausstrecken, diese Belohnung zu erlangen. Und die letzte Folie oder die letzte Übersicht, die ich zeigen möchte, ist über die Entrückung der Christen. Denn wir haben ja gerade gesehen, wir wollen nochmal sprechen über diesen Zeitpunkt hier, diese Mitte der letzten 7 Jahre, wo der große Tag des Zornes Gottes beginnt. So, was zeigt uns die Bibel über die Entrückung, die sich zeitlich hier in diesem Rahmen abspielen wird? Die Bibel zeigt uns, dass es für die Gläubigen auf jeden Fall mal 2 Entrückungen geben wird. Die eine, wir sehen gleich noch Details darüber, die eine ist die Entrückung der treuen Gläubigen. Also auch bei der Entrückung macht Gott einen Unterschied zwischen den Christen. Die eine ist zu dieser Zeit hier. Also am Ende der ersten 3,5 Jahre. Und diese Entrückung, über sie ist gesagt, sie findet statt, oder der Herr kommt, um diese treuen Gläubigen zu holen, wie ein Dieb in der Nacht. Die Bibelstelle ist dort angegeben, kann gerne nachgelesen werden. In derselben Bibelstelle können wir auch erkennen, dass es am Ende dieser ersten 3,5 Jahre sein wird. Und diese Entrückung wird im Verborgenen sein. Das heißt, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, sehr unmerklich. Und er wird die zu sich nehmen, die ihm treu waren. So, das zeigt uns, zusammen mit dem, was wir eben gesehen haben, diese Entrückung ist auch ein Teil der Belohnung, den die treuen Gläubigen, die Überwinder, bekommen werden. Und der Vers, der in Klammern steht, der lohnt sich nachzulesen, Offenbarung 3, Vers 10. Dort hat Gott zu denen, die sein Wort mit Ausdauer bewahrt haben, zu denen hat Gott gesagt, weil du mein Wort bewahrt hast,
will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird. Und diese Stunde der Prüfung, von der er redet, die die ganze Erde treffen wird, das ist diese Zeit hier. Das ist der große Tag des Zornes Gottes. So, Gott hat versprochen, er wird die, natürlich reden wir hier von denen, die noch leben, wenn das passiert, aber da wir nahe davor sind, vor diesem Friedensbund, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir das erleben werden. So, wir haben also eine Möglichkeit, diesem großen Tag des Zornes Gottes zu entrinnen und diese Belohnung zu bekommen, vorher entrückt zu werden. Ein Vers noch, genau. Als Jesus in Matthäus 24 davon redet und sagt, der eine wird mitgenommen, der andere wird zurückgelassen, manche von uns kennen diese Stelle vielleicht, da redet er von dieser Entrückung. So, diese Entrückung betrifft nicht pauschal alle Gläubigen, sondern Jesus selbst hat gesagt, selbst zwei, die zusammen wohnen, können zwei Gläubige sein, ein gläubiges Ehepaar. Es kann sein, sagt Jesus, dass einer mitgenommen wird und einer zurückgelassen wird. Das soll uns einfach zeigen, Gott ist gerecht, er macht einen Unterschied und er möchte sehen, dass wir uns danach ausstrecken. So, die zweite Entrückung, die findet später statt. Das ist die Entrückung der übrigen Gläubigen. Diese Entrückung ist am Ende der zweiten 3,5 Jahre, also am Ende dieses großen Tags des Zornes Gottes. Und diese Entrückung ist anders, die ist für alle sichtbar. Die Bibelstelle dort, Matthäus 24 oder auch Offenbarung sagt uns, bei dieser Entrückung wird der Herr mit den Wolken kommen, mit Kraft und großer Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen, heißt es dort sehr klar. So, diese Entrückung oder dieses Kommen des Herrn, das wird für alle sichtbar sein. Das wird nicht mehr wie das erste, wie ein Dieb in der Nacht sein, sondern alle werden es sehen. Und diese Entrückung ist natürlich keine Belohnung mehr, denn da die Entrückung hier hinten stattfindet, mussten die Gläubigen, die noch gelebt haben, durch diese Zeit hier durchgehen. Das heißt, wenn wir keinen Anteil haben an der ersten Entrückung, dann müssen wir als gläubige Christen durch den großen Tag des Zornes Gottes hindurchgehen und werden am Ende mit den übrigen Gläubigen dorthin gerückt und entrückt, und das wird dann zum Richterstuhl Christi sein, was wir gesehen haben. Und darauf bezieht sich dieser Vers, den auch viele kennen, dass wir in Wolken entrückt werden zu einem Treffen mit dem Herrn in die Luft. So, es gibt also zwei Entrückungen für die Gläubigen und wir müssen den Unterschied sehen, denn vor allem die erste ist Teil der Belohnung, die wir erlangen möchten. So, das war eigentlich der Vortrag. Ich möchte schließen mit einem letzten Bibelvers, den Jesus gesagt hat, und ich finde, es ist ein gutes Fazit zu diesem Vortrag. Und zwar hat Jesus gesagt in Lukas Evangelium, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht irgendwann beschwert werden durch ein zügelloses Leben und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und was ich hier nochmal abschließend betonen möchte, ist, Jesus spricht hier unser Herz an. Wir haben heute Abend viele Informationen aufgenommen. Vielleicht auch viel Neues, was wir noch nicht gehört haben. Aber die Frage ist am Ende, wie sieht es mit meinem Herzen aus? Brennt mein Herz für die Wiederkunft des Herrn? Und eigentlich der Normalzustand ist, dass jeder ernsthafte Christ für das Kommen des Herrn brennt, darauf wartet, eine Sehnsucht danach hat. Wenn wir Christen heute sind und beim Gedanken an das zweite Kommen des Herrn völlig gleichgültig sind, dann müssen wir schon Buße tun vor Gott und umkehren, denn dann ist schon was nicht in Ordnung mit uns. Das zweite Kommen des Herrn soll wirklich etwas sein, was wir mit Sehnsucht erwarten. Denn dieses Kommen, natürlich, es bedeutet auch Gericht. Aber wenn wir uns heute vorbereiten, wenn wir Jesus heute treu nachfolgen, dann können wir diesem Gericht sehr ermutigt entgegensehen, denn dann wird Jesus uns belohnen, mit Sicherheit. Natürlich, wenn wir so leben, wie er hier warnt, wenn wir ein zügelloses Leben haben,
Trunkenheit und er redet nicht nur von Alkohol. Die Bibel benutzt Trunkenheit auch für andere Dinge, die uns vernebeln und ablenken können. Manche sind trunken von ihrem Job, ihrer Karriere. Manche sind trunken von Geld. Manche sind trunken von Ehre und Anerkennung. Es gibt viele Dinge, die uns die Welt heute anbietet, in der wir leben, um uns betrunken zu machen. Das heißt, für die Sache Gottes zu vernebeln. Und am Ende sind wir ganz abgelenkt. Wir sind vielleicht Christen, wir sind gläubig. Vielleicht lesen wir sogar jeden Tag in der Bibel und gehen zum Gottesdienst am Sonntag. Aber doch kann es sehr gut sein, dass wir so leben wie hier. Denn diese Warnung von Jesus richtet sich an die Gläubigen. Und wir müssen wirklich auf unser Herz achten. Und mein Anliegen mit dem Vortrag ist einfach, nicht nur Informationen weiterzugeben. Und ich hoffe, dass wir heute Abend nicht nur Informationen aufgenommen haben, sondern dass wir das Gehörte in unserem Herzen bewahren. Und auch damit zu Gott gehen. Und das möchte ich auch ermutigen zu tun. Es ist gut, auch das nachzuprüfen, was hier gesagt wurde, selber die Bibel zu lesen, selber die Verse nachzulesen. Und das wird uns alle überzeugen, dass es Gottes Wort ist und dass es wahrhaftig ist. So, lasst uns wirklich auf unsere Herzen Acht haben, unser Herz auch neu dem Herrn geben, damit dieser Tag nicht eines Tages über uns kommt wie ein Fallstrick. Denn wenn wir abgelenkt sind und unser eigenes Leben heute leben in der Welt, dann wird dieser Tag wirklich ein Fallstrick für uns sein. Und deshalb die letzte Aufforderung des Herrn ist: Wacht nun und bittet alle Zeit, damit ihr stark seid, all diesem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. So, das ist sein Aufruf an uns. Wir müssen wachen, aufwachen, wo wir geschlafen haben, beten, den Herrn suchen und dann wird er uns auch stärken, mit Sicherheit. Das kann ich selber bezeugen, habe ich schon oft erlebt. Der Herr ist treu und wenn er sieht, dass wir ihn suchen von ganzem Herzen und dass wir uns auf sein zweites Kommen vorbereiten, dann wird er uns helfen. Er wird uns helfen, dass wir bereit sein werden, wenn er kommt. Er wird uns stärken und mit allem ausrüsten, was wir brauchen, um uns vorzubereiten. So, lasst uns das tun. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und bin damit am Ende. Entschuldigung. Viele Informationen bekommen, vielleicht auch viel Neues, was wir vielleicht auch zum ersten Mal gehört haben. Deswegen auch gleich im Vorab kurz ein paar Worte zum zweiten Vortrag. Er wird nicht ganz so intensiv sein wie der erste. Also wer noch bleiben will, ist herzlich eingeladen, noch zu bleiben zum zweiten Vortrag. Vorab aber, bevor der zweite Vortrag beginnt, ja, vielleicht so 10 nach, Viertel nach 8, haben wir jetzt, wie vorhin schon angesprochen, noch Zeit für Fragen im Plenum, aber noch nicht sofort. Ich habe noch zuvor was zu sagen. Auf himmlischenjerusalem.de, unsere Homepage, kann man gerade antworten. Ja, alles immer noch. Genau, so sieht die dann aus. Wird auch dieser Vortrag, den wir gerade gesehen haben, auch hochgeladen werden. Man kann ihn also dann auch nachschauen. Also man muss sich nicht, ich habe schon gesehen, einer hat sich Fotos gemacht, auch gut, man kann sich so auch nachschauen, anschauen. Noch ein kleiner Aspekt. Der Korrektheit halber ist auch gefallen zum Vortrag. Der Begriff tausendjähriges Reich als solches existiert in der Bibel nicht. Also es wird in der Offenbarung auch schon 1000 Jahre geschrieben, aber der Begriff tausendjähriges Reich, den finden wir nicht. Also, genau. Gut, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, dass ich sie fahren will. gut, dann. Ja, genau. Gut, also dann jetzt Fragen, die uns alle betreffen, die den Vortrag konkret angehen, also an den Referenten direkt jetzt bitte. Ernsthaft gemeinte Frage. Ja, bitte schön, Sie da hinten. Ja, Sie, genau Sie. Ja, danke erstmal für den Vortrag. Ich fand es ganz hervorragend. Ich habe mich sehr gefreut, dass es das war, was ich mir erhofft hatte. Also danke erstmal dafür. Eine zweite kritische Nachfrage zu den zwei Gerichten. Auch Folge des Gerichts. Und der Herr Jesus auch selber Zeugnis gibt, berichtet davon, wie beispielsweise der arme Mann Lazarus gestorben ist. Und da
der durch einen unübersichtlichen Abgrund von anderen getrennt ist, plädiere ich dafür nachzudenken, ob es nicht sein kann, dass tatsächlich dieses Gericht nach dem Tode an der unsterblichen Seele geschieht und dann ein öffentliches Gericht bei der Auferstehung. Das ist übrigens auch das, was Jesus Christus durch seine Kirche verbindlich lehrt. Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Genau, diese Geschichte, die erwähnt wurde da von dem reichen Mann, dem armen Lazarus, die zeigt natürlich, die Menschen, die schon gestorben sind, deren Seele ist ja in einem Bereich heute. Und auch da gibt es schon einen Unterschied. Und an diesem Geschichte oder diesem Gleichnis, das erzählt wurde in den Evangelien, sieht man schon, dass auch da schon ein Unterschied gemacht wird. Aber wie gesagt wurde, dass auch ganz am Ende dann dieses Gericht für alle Menschen und dann endgültig sein wird. Ja, ja, bitteschön. Gut, dass es erwähnt wird, dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, das ist auf der Folie, ich blende es jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz ein. Hoppala. Genau, auf dieser Folie hier. Da ist es zitiert hier in Matthäus 25, Vers 10 und auch hier weiter unten 10 bis 12. Dieses Gleichnis benutzt Jesus ebenfalls, um zu zeigen, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen den Gläubigen. Aber, wie wir auf dieser Folie zeigen wollten, ist dieser Unterschied nicht für die Ewigkeit. Das heißt, diese 5 törichten Jungfrauen, die nicht ins Hochzeitsfest des Lammes eingehen konnten, weil die Tür zu war, die müssen durch diese Zeit der Bestrafung gehen. Beim Hochzeitsfest sind sie nicht dabei. Und wir haben gesehen, das Hochzeitsfest ist diese Belohnung. Aber auch diese Jungfrauen, und das sehen wir sehr deutlich in dem Gleichnis, sind mit Sicherheit wiedergeborene Christen. Denn die Bibel redet nicht über Ungläubige in Form von Jungfrauen oder solche, die ihren Bräutigam erwarten oder solche, die eine Lampe haben. Sie werden die Belohnung nicht erlangen, aber sie werden nicht in Ewigkeit verloren gehen. Kommen wir noch ganz kurz vor. Ich glaube, Sie hatten noch eine Frage, glaube ich, oder? Hatten Sie noch? Nein, ich will nicht, aber ich möchte nur sagen, wir gehen gerne auf die Fragen ein, aber wir wollen niemanden abbrechen, nur dass, falls das nicht der Eindruck entsteht, wir gehen gerne auf die Fragen ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr guter Punkt, dass das angesprochen wird. Mit Taufe meinen wir die Taufe so, wie die Bibel sie lehrt. Und in der Bibel sehen wir sehr klar, die Taufe ist ein Schritt, die ein Mensch, der sich aus freiem Willen für Jesus entscheidet, dann auch nach diesem Glaubensschritt vollzieht. Und das bedeutet, die Taufe ist nicht, wie es leider heute sehr verbreitet ist, die Babytaufe oder das Betröpfeln mit ein paar Tropfen Wasser als Baby. Das ist nicht die Taufe, von der die Bibel redet. Und wenn Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, dann redet er natürlich von Taufe im Sinne des Wortes Gottes. Und alle Beispiele von Taufe, die wir in der Bibel sehen, im Neuen Testament, sind genau so. Das sind alles erwachsene Menschen, die an Jesus gläubig werden und sich umgehend taufen lassen, durch Untertauchen im Wasser. Und wir sehen dort auch, dass die Taufe etwas ist, was aber auch unmittelbar nach dem Gläubigwerden geschieht. Also auch das andere Extrem, was wir heute oft im Christentum sehen, dass man lange, ausführliche Taufkurse machen muss, das ist auch nicht, was die Schrift uns zeigt. Sondern der Herr sagt sehr einfach, Glaube und Taufe in einem Schritt und dann hat man Anteil an dieser Errettung. Da spricht Herr Jesus von zwei Gruppen
Zu denen, die nicht den Willen des Vaters tun, die werden zu ihm sagen, haben wir nicht in deinem Namen böse Geist ausgeglichen, haben wir nicht dies und jenes getan, Wunder gewirkt und so weiter. Und er wird ihnen antworten, ich kenne euch nicht, wo gehören die denn hin? Also ich kann das im Moment, ich habe zwar nicht alles mitbekommen, ich höre das gerne nochmal an. Ja. Ja, danke für die Frage. Ist auch eine wichtige Bibelstelle in Matthäus 7. Genau, der Herr hat dort gesagt, es gibt eine, die den Willen des Vaters tun, beziehungsweise er formuliert es so, dass er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, oder der gewisse, ich sage es jetzt mal zusammenfassend, äußerliche religiöse Dinge tut, die dort genannt sind. Nicht jeder, der so etwas tut, wird in das Reich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und er sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Und dieses Wort, ich kenne euch nicht, bedeutet vor allem, ich anerkenne euch nicht oder ich anerkenne nicht euer Werk. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem, was Paulus dort gesagt hat. Das heißt, Jesus hat das, was diese Menschen gebaut haben auf dem Fundament, und wir können schon davon ausgehen, dass es Christen sind. Denn ein Nicht-Christ, ein Ungläubiger, wird Jesus nicht seinen Herrn nennen, wird nicht im Namen Jesu diese Dinge tun, die dort geschrieben sind, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es auch Christen sind. Aber Jesus sagt zu ihnen, das, was ihr getan habt, es war nicht der Wille meines Vaters und ich erkenne es nicht an, und deswegen werden auch diese, die dort genannt sind, zu der Gruppe gehören, die hier durch diese Zeit der Strafe gehen. Ja, gerne. Gerne. Wir können. Vielleicht noch eine letzte, weil gleich schon 8 oder ist schon 8 Uhr, aber die können wir. Klar. Genau. Auch noch gute Ergänzung, genau. Das haben wir jetzt nicht erwähnt, aber das gehört natürlich dazu. Ne, als in Apostelgeschichte hat, als die Männer dort gefragt haben, was sollen wir tun, nachdem sie das Evangelium gehört haben, da hat er auch gesagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. So, der erste Schritt, der natürlich die Grundvoraussetzung ist, ist eine innere Umkehr mit der Bereitschaft, auch für die Sünde Buße zu tun und sie zu lassen. Klar, auf jeden Fall. Okay, dann machen wir hier mal Schluss, weil es schon 7:58 ist. Aber genau, wir können gerne im Kleinkreis weiter Gespräche und Fragen haben später.